Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Deutschen Mitte. Heute ist ein besonderer Tag, die Deutsche Mitte vergrößert sich, wir bekommen gutes Personal und wir wollen damit aufhören, dass nur ein einziges Gesicht die Deutsche Mitte im Bund vertritt. Und wir sind froh, dass wir Hans Tolzin heute bei uns haben, den bekannten Impfkritiker. Er wird und ist seit 24 Stunden gesundheitspolitischer Sprecher der Deutschen Mitte in Deutschland. Und das ist ein besonderer Schritt. Jeder Mensch hat eine Gesundheit. Dieses Thema geht alle an. Und wir sind seit langem, seit der Gründung, mit Vorlage unseres Gesamtprogramms der Ansicht, dass im Bundesgesundheitsministerium schreckliche Dinge passieren, furchtbare Unterlassungen, gewaltige Fehlentwicklungen und dass manches passiert in Deutschland, was der Gesundheit der Deutschen wirklich stark abträglich ist. Dieses Thema wollen wir stärker in den Griff bekommen. Hans Tolzin wird uns dabei eine große Hilfe sein und nun werden wir gemeinsam miteinander darüber sprechen, was demnächst stattfindet in der Gesundheitspolitik der Deutschen Mitte. Hans Tolzin hat uns dazu etwas geschrieben. Wir waren begeistert, gute Ideen und die wollen wir heute ein bisschen nach vorn kommen lassen. Herr Tolzin, was wäre sozusagen eine Zentralbotschaft? Womit würden Sie einsteigen? Sie sprechen jetzt mit allen Menschen, die interessiert sind, dass eine Richtungsänderung der deutschen Politik passiert in Richtung Ethik. Und wie sähe das im gesundheitlichen Bereich aus? Kann man das zusammenfassen? Also, was ich toll finde an unserem Grundgesetz, ist die Präambel, und zwar der Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. Boah, das ist einfach, das ist eigentlich gewaltig. Ja. Ja? Davon leiten sich die Grundrechte ab. Und was mir auch sehr zugesagt hat am Programm von der Deutschen Mitte, ist eben die Berufung auf die Dreigliederung nach Rudolf Steiner. Also ich bin jetzt kein Kenner der Anthroposophie oder auch von Steiner und der Dreigliederung, aber was mich, als ich davon das erste Mal gehört habe, elektrisiert hat, war die Zuordnung des Gesundheitsbereichs zur Freiheit. Das heißt, das war für mich befreiend. Ja? Dieses, ja, es ist die Sache von einem jeden Einzelnen, wie er seine Gesundheit erreicht und erhält. Da hat niemand reinzureden. Da hat auch kein Staat, vor allem der Staat, nicht absolut reinzureden. Richtig, ja. Und das ist für mich der Ausgangspunkt. Und wenn man dann sieht, wie das Gesundheitssystem aussieht, ist es einfach nur pervers. Ja? Der Staat will bestimmen, was Gesundheit ist und wie man Gesundheit erreicht, bevorzugt bestimmte Therapien, bestimmte Industrien, zwingt uns Bürger in eine Solidargemeinschaft hinein, also in das Versicherungssystem hinein, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, also ein Solidarwesen ist ja grundsätzlich nicht schlecht, dann zahlen wir horrende Beiträge, 300, 400 Euro, je nachdem, was man verdient, ja, als Angestellter. Ja. Dürfen dann aber nicht selber bestimmen, wie das Geld ausgegeben ja. wird. Ne? Ja. Wie, mit welcher Therapie ich jetzt meine Gesundheit erreiche, zu welchem Arzt oder Heilpraktiker ich. Erinnert mich so ein bisschen gerade an die GEZ. Ja? Ich höre Ihnen zu, ich denke an die GEZ. Ja, ja? Wir bezahlen für unsere eigene Verdummung. Ja. Ja, das zieht sich durch die ganze Gesellschaft. Ja. Und also ich stand 1999, stand ich vor einem riesigen Plakat. Ja? Da stand drauf, Sozialwahlen, richtig wichtig. Und dann so ein roter Umschlag. Und dann stand ich vor den Plakaten und habe mich gefragt, richtig wichtig, Sozialwahlen, was ist das denn? Ja, genau. Ja. So, und rein theoretisch hat der Krankenversicherte die Möglichkeit, die Erstattungspolitik seiner Krankenkasse, seiner gesetzlichen Krankenkasse mitzubestimmen. Er wählt nämlich Leute über eine Wahlliste in den sogenannten Verwaltungsrat, aber der hat eigentlich gar nichts zu entscheiden, ja, weil nämlich das ist ja wie der Bundestag.
Ja, also per Gesetz, im Sozialgesetzbuch 5 ist festgelegt, dass ein sogenannter gemeinsamer Bundesausschuss reguliert, was die Krankenkassen, also die Solidargemeinschaften, die vom Bürger bezahlt werden, die zahlen ein, die sind solidarisch, ja. Die dürfen da gar nicht mitentscheiden. Es entscheidet ein Gremium aus 13 Leuten zurzeit. Ja. Also 5 Ärztevertreter, 5 Versicherungsvertreter und 3 Politiker. Die Was machen wir? Was machen wir jetzt damit? Also, wir müssen erstmal erkennen, ja, was wollen wir? Ja? Wollen wir Freiheit oder wollen wir keine Freiheit? Ja? Und wenn die Mehrheit der Deutschen keine Freiheit, geistige Freiheit will und keine Freiheit in der Entscheidung der Therapie oder impfen oder nicht impfen, wir sind ja in Deutschland, also wir sind Deutschland, Österreich, Schweiz, wir sind eigentlich umgeben von Ländern, die die eine oder andere Impfpflicht haben, nominell, aber wir ja nicht, ja? Noch nicht. Wir müssen einfach erstmal wissen, ist uns die Freiheit etwas wert? Ja? Und ich bin jetzt der deutschen Mitte beigetreten, weil mir die Freiheit sehr wichtig ist. Ja? Ja. Ich will das selber, meine gesundheitliche Entscheidung selber treffen. Ich will auch nicht in ein perverses System einzahlen, das mir vorschreibt, das mein Geld nicht in meinem Sinne verwendet, das eigentlich diese Gelder, diese Milliarden dazu verwendet, die Leute kränker zu machen, nicht gesünder zu machen. Ja. Ja. Kann es sein, dass die Bürger vielleicht auch erstmal ein bisschen daran gewöhnt werden müssen, an den Gedanken, dass sie jetzt Wahlfreiheiten haben, die sie vorher gar nicht hatten? Und dass sie jetzt sich auch für Dinge interessieren können, natürliche Heilmethoden und anderes, die vorher sozusagen auch ein bisschen außerhalb der Reichweite lagen, weil man extra und alleine bezahlen muss? Also die Naturheilkunde war vor dem Ersten Weltkrieg in Deutschland unglaublich stark. Ja, wir waren weltweit führend in diesen Dingen. Ja. Auch in den USA war die Naturheilkunde unglaublich stark, bis dann bestimmte Entwicklungen eingetreten sind. Dann kam der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg und dann waren andere Dinge wichtig. Ja, aber ich merke jetzt, dass wir werden im Durchschnitt immer kränker, wir werden nicht gesünder, sondern immer kränker. Ja, die chronischen Erkrankungen nehmen epidemieartig zu. Ja. Dazu gehören Folgen aus Impfungen, Folgen aus anderen Nebenwirkungen von anderen Medikamenten, die Folgen der Umweltvergiftung, die Folgen einer Mangelernährung, weil wenn ich mich den ganzen Tag mit Fastfood ernähre, dann kriege ich einfach nicht die Stoffe, also die Vitalstoffe, die ich brauche, die aber auch gerade bei Infektionskrankheiten ganz arg wichtig sind. Ja. Ja. So, und uns wird Angst gemacht vor Vogelgrippe, Schweinegrippe, Ebola, Zika und, Masernvirus. Ja. Ja. Was ist da dran? Wollen wir da mal kurz hingucken, weil es ist ja auch nicht für jeden klar, was fange ich damit an? Bin ich wirklich bedroht? Sind wir beiden hier bedroht, die wir hier sitzen? Also ich bin ja professioneller Impfkritiker da. Ja. Ich habe das bei einigen Infektionskrankheiten versucht zu recherchieren, und zwar medizinhistorisch, wo kommt das her? Ja. Und die Krankheiten gibt es. Es gibt Masern natürlich, ja. Es gibt Grippe. Ja. Es gibt alle möglichen Erkrankungen, die auch in Wellen auftreten. Ja. Nur die Beweise dafür, dass einer die anderen angesteckt hat, sind hanebüchen. Ja. Also man hat eigentlich, also diese Schiene Pasteur, Koch und ihre Nachfolger, die haben nur in eine Richtung geforscht. Und es gab auch Leute, die in eine andere Richtung geforscht haben. Also welche Ursachen gibt es sonst noch? In welche Richtung haben die geforscht? Das ist die anderen? Die Pasteurs und Kochs und deren Nachfolger und dann die anderen? Gut, also man muss das im Kontext sehen. Also im 19. Jahrhundert wurden die Lichtmikroskope endlich mal so gut, dass man tatsächlich Bakterien nachweisen konnte. Ja, und dann gab es diejenigen, die schon immer die Ursache im Außen gesucht haben. Ja, und die waren fixiert, Koch und die anderen, die waren alle fixiert auf den Erreger. Da muss was sein, ja, etwas, was von außen kommt. Ja, und der Mensch als
hilfloses Opfer, ausgeliefert, ja, aus Einflüssen. Und das ist eine bestimmte Denkungsart auch, ja, und die haben sich einfach durchgesetzt. Dann im 19. Jahrhundert war der Militarismus enorm, ja. Das waren Militärärzte alles, ja. So dieser Kampf, diese Kampfmentalität oder ja, wir müssen uns verteidigen und da ist jemand, der uns angreift, ja, sozusagen. Hat die ganze Forschung bestimmt, ja. Und die haben sich durchgesetzt, einfach weil auch das in der Gesellschaft auf Resonanz gefallen ist. Und die andere Seite, wie sieht die aus? Ja, es gab immer auch zum Beispiel die Pleomorphisten, das ist ein Professor Bichon in Frankreich gewesen, ein Professor Enderlein in Deutschland, die haben Bakterienkulturen über Wochen und Monate hinweg beobachtet und haben dann festgestellt mit ihren Mitteln, dass die sich verändern, dass das Milieu entscheidend ist. Ja? Also nicht, es ist nicht entscheidend, ist der Erreger da oder nicht, sondern das Milieu ist entscheidend. Ja? Und also selbst wenn wir... Was bedeutet das? Das bedeutet... Für den Patienten jetzt sozusagen? Oder für ja, sein Milieu kann er selber beeinflussen. Das ist es, ne? Ich kann mich... ich kann bestimmen, wie ich mich ernähre. Ich kann bestimmen, in welchem sozialen Umfeld ich mich aufhalte. Ich kann doch einigermaßen dirigieren, welchen Stressfaktoren ich mich aussetze. Ist heute ein bisschen schwierig, so mit Elektrosmog. Es gibt Leute, die sind hochsensibel, ja, auf die heutigen elektromagnetischen Strahlungen. Die können nicht mehr entkommen. Da gibt es eigentlich fast keinen Flecken auf der Erde mehr, wo es diese Strahlung nicht, ja, gibt. Richtig. Und ich kann von Glück reden, wenn ich sage, also bis jetzt, toi toi toi, bin ich nicht so sensibel wie manche. Ja? Aber wir haben unser Glück, unser gesundheitliches Glück selbst. Selbst in der Hand. Selbst in der Hand. Ist das also so, dass die Politik tatsächlich in der gesamten Ansatzfläche die Rahmenbedingungen schaffen kann und auch sollte natürlich, die dazu führen, dass Menschen gesünder werden können, weil man eben Elektrosmog zurückdrängt, schließlich abschafft durch neue Techniken und ganz anderes Vorgehen, weil man die Luftverschmutzung, sei es künstlich erzeugt oder aber eben auch aus unseren Verbrennungstechniken, die aus altertümlichen Motoren herrühren, die man bei Nutzung von vorhandenen Technologien gar nicht mehr bräuchte. Ja. Ich rede jetzt gar nicht von batteriegetriebenen Elektroautos, das ist auch eine Uralttechnologie, ja, sondern von ganz neuen Energieformen. Sodass man also sagen kann, der Staat insgesamt hat auch in der Hand, wie krank seine Bürger werden. Und eine gute Gesundheitspolitik kann an der Stelle dann nochmal Wichtiges bewegen. Aber wenn das ganze Umfeld schon krank macht, hat man ein Problem. Ja gut, also es braucht natürlich auch Menschen oder eine Bevölkerung, die Verantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen will. Ja, das ist ja die Grundlage dafür, dass die Pharmakartelle und die Gesundheitsindustrie, dass die uns dominieren können. Ja? Das wäre auch eine Frage der Erziehung und der Medien dann, nicht wahr? Ja, also wenn wir als Deutsche Mitte das Gesundheitsministerium in unserem Bereich, also in unserer Verantwortung hätten, wäre eins natürlich, also wäre die Therapiefreiheit, ja, wäre ganz wichtig. Dann wäre eben auch wichtig, dass die Behörden oder die Institute, dass die von kartellhörigen Führungspersonal befreit werden. Ja, eindeutig. Ne? Ja. Und dass da Experten, vertrauenswürdige Experten an die Führung gesetzt werden. Diese ganze Institutslogistik der Pharmaindustrie müsste eben einfach gewechselt werden wahrscheinlich. Ja, das ist das Robert-Koch-Institut, das Paul-Ehrlich-Institut oder die anderen Behörden, die dem Gesundheitsministerium untergeordnet sind. Das sind Marketing-Außenabteilungen. Wer ist das nicht? Ja, da geht es nicht wirklich um Gesundheit. Es geht darum, Karriere zu machen. Ja? Und Karriere mache ich dann, wenn ich Fürsprecher habe. Und die Fürsprecher sind ja auch wieder abhängig von den Lobbyisten. Also das ist also ein multidimensionales... Super ineinander. Ja. Und das müssen wir aufbrechen. Mhm. Ja? Wir müssen natürlich selber sauber bleiben, ja, als Partei, als Parteiführung. Und Leute in verantwortliche Positionen bringen, die auch die
die Expertise haben, die vertrauenswürdig sind und die wirklich das Wohl der Allgemeinheit im Sinne haben. Also das finde ich ganz arg wichtig. Ja. Wenn wir diese gewaltige Aufgabe uns anschauen, interessieren mich jetzt zwei Fragen. Einmal, Sie wollten ja eigentlich gar nicht in eine Partei eintreten, nicht? Das haben Sie ich hatte die Schnauze voll. Ja, ja. Genau, das konnte man in Ihrem Impressum nachlesen, das fand ich sehr wundervoll. Ja, in meinem Impressum, ich habe das jetzt auch ergänzt. Das Unerwartete ist passiert. Ja, mir ist ein Christoph Hörsel im Internet über den Weg gelaufen. Und er hat mir so aus dem Herzen gesprochen, dass ich einfach nicht anders konnte, als mich weiter damit zu beschäftigen, mit dem Programm. Ist also für Sie wichtig gewesen, sozusagen, dass der Gesamtansatz der Politik stimmte und da können Sie sich jetzt einbringen? Ja, also ich habe diese Schwierigkeit gesehen, dass jede Partei, die nach oben kommt, sofort von den Kartellen, wie Sie es ja immer nennen, man kann die auch anders nennen. Aber von den Sagen Kartellen, Sie mal was anderes, damit wir da mal wegkommen davon. Sagen Sie mal einen anderen Begriff als Kartell. Das Establishment, die Milliardäre im Hintergrund, Sie sagen die zweistelligen Milliardäre, das System, die sind ja nicht allein, die haben ja sich einen riesigen, riesigen Resonanzboden geschaffen, die in ihrem Sinne agieren und alle hoffen, dass sie irgendwann, also dass sie in der Hierarchie immer weiter nach oben steigen und irgendwann diese riesige, also, was weiß ich, Nobelpreis einheimsen können oder auch mal Gesundheitsminister werden oder einen Job in der EU oder in der WHO oder so. Also, ich konnte mir nicht mehr vorstellen, dass eine Partei nach oben mit guten Absichten nach oben kommen kann, ohne dass sie unterwandert wird. Ja, richtig. So, und diese Herausforderung ist ja. Die bleibt? Die bleibt, ja. Das müssen wir hier miteinander, wenn wir jetzt zusammenarbeiten wollen, klar sagen. Die Herausforderung bleibt, aber wir gehen die scharf an. Und wir haben eben unsere genauen Regeln. Deswegen freut sich die Deutsche Mitte auf die Programmgestaltung im Bereich Gesundheit durch Sie. Und wir wollen eben auf dem Wege schauen, mit wem tun wir uns da zusammen. Nun gibt es ja auch Kritik gegen Ihre Berufung, nach dem Motto, der Mann ist ja gar kein Wissenschaftler und was ist das denn, der ist ja bloß ein Journalist, bloß in Anführungszeichen. Und wir haben eben im Bundesvorstand klar gesagt, wir sind ja auch kein wissenschaftliches Institut, sondern eine politische Partei. Die muss Verantwortung übernehmen, Sie übernehmen einen Teil der Verantwortung jetzt. Stützen Sie sich auf Ärzte und Professoren und gute Heilpraktiker und so etwas? Und wie organisieren Sie Ihren eigenen Wissensstand? Was haben Sie vor in der Richtung? Ja gut, als Journalist muss ich mich natürlich auf nachvollziehbare Quellen und auch auf seriöse Quellen beziehen. Ja? Also offizielle Quellen. Ja? Das, ich analysiere wissenschaftliche Arbeiten, die in anerkannt renommierten Fachzeitschriften erschienen sind, analysiere die. Dann gibt es natürlich auch Ärzte, Professoren, Experten, die kritisch gesinnt sind. Also Professor Enderlein haben Sie genannt. Zum Beispiel, die eben zumindest in einem Aspekt nicht mit dem Mainstream mitlaufen, sondern ihre eigenen Gedanken haben. Und bin da auch vernetzt. Ich kenne da auch einige Leute. Ja. Und natürlich das Ziel ist ja immer, das Gesundheitsministerium jetzt im Auge zu haben. Ja. Das ist ja die Art der Deutschen Mitte. Nicht? Wir regeln unser gesamtes politisches Programm nach den Bundesministerien. Ja. Und das heißt, dass wir im Rahmen dieser Ministerien eben auch genau sagen, was wir wollen. Und man kann uns verantwortlich machen. Das nenne ich also klares Programm gegenüber Sprechblasen der anderen Parteien. Ja, und das trage ich gerne meinen Teil dazu bei, dass das dabei bleibt. Ja. Absolut. Dass Versprechungen und Taten oder Wort und Tat weiter übereinstimmen. Da können wir von der Bundespartei klar sagen, wir bieten eben jedem Mitglied, ob es nur Nummer 80 ist oder Nummer 8000, die Sicherheit, dass wir uns nicht ändern, nicht korrumpieren lassen, nicht unterwandern lassen, nicht bestechen lassen in irgendeiner Form. Ja. Das ist sonnenklar. Wir bleiben bei unseren Aussagen.
Und wir erfinden diesen Staat neu. Das ist notwendig. Wir sind so verfahren in allen Ministerien und heute ist Ihr Thema dran. Was erfindet Hans Tolzien neu im Gesundheitsministerium, damit das Ministerium der Gesundheit der Bürger wirklich total dient und nicht Mechanismen beschützt, die eigentlich die Verschlechterung der Gesundheitslage bedeuten? Wenn Sie weitere Maßnahmen da aufzählen, ja, also würde es interessieren. Also es gibt unmittelbar mögliche Maßnahmen, ja, natürlich, und das sind, die sind personeller Art. Ja. Mhm. Dass man vertrauenswürdige Leute dort hat, um sich herum, ja, im Ministerium selber, in der Leitung der Institute, Robert-Koch-Institut als Bundesrepublik. Darüber haben wir gesprochen, genau. Ja. Da gibt es ein wichtiges Entscheidungsgremium bei den Krankenkassen, habe ich gesehen. Bei Gut. Sollen wir darüber mal da, kurz... Es gibt eben im Sozialgesetzbuch 5 festgelegt einen gemeinsamen Bundesausschuss, der besteht aus 13 Personen. Hm. Und der reguliert, was die Kranken, die gesetzlichen Krankenversicherungen, ja, erstatten dürfen und erstatten müssen. Hm. Oder nicht dürfen. Oder nicht erstatten dürfen. Oder genau. Nicht erstatten dürfen. Ja. Ja. Allein diese Anmaßung, so einen gewaltigen Markt, der Gesundheitsmarkt ist, das sind zig Milliarden, also vergleichbar in der Größenordnung mit dem Bundeshaushalt, glaube ich sogar, ja. Das regulieren zu wollen mit 13 Leuten, natürlich gibt es da noch Untergremien, aber das ist hoffnungslos. Das ist, und natürlich hier die Kartelle, ja, die haben es gut, die können sich auf diese 13 Mannequins, ja, und Frauen, ja, voll konzentrieren. Ja. Die Zusammensetzung dürfte klar sein, nicht gegen die Kartelle. Ja, ja natürlich. Ja. Also es sind 5 Ärztevertreter, 5 GKV, also Versicherungsvertreter, ja, und 3 Politiker. Ja. Ja. Ja, und die 3 Politiker werden vom Gesundheitsminister ernannt, mehr oder weniger. Ja. So, da hätte ich dann natürlich als Gesundheitsminister direkten Einfluss. Um diesen gemeinsamen Bundesausschuss abzuschaffen, was mein Ziel wäre, bräuchte ich natürlich eine parlamentarische Mehrheit im Bundestag, weil da wäre eine Gesetzesänderung nötig. Oder, das ist gut, dass wir darüber sprechen, wie geht das dann in die Politik? Oder es ist eben so, dass tatsächlich aus einer Koalition heraus es so kommt, wie wir das gesagt haben. Wir führen keine Koalitionsverhandlungen im klassischen Sinne, sondern wir sagen nur dein Ministerium, unser Ministerium. Ja. Und in unserem Ministerium machen wir eben exakt, was wir wollen. Ja. Ja, da gibt es also keine Verhandlung drüber. Ja. Deswegen eben keine Koalitionsverhandlung im klassischen Sinne. Das heißt, der Wähler kann nicht mehr betrogen werden, zumindest nicht bei der Deutschen Mitte. Also das hat mir auch gefallen, das Konzept, weil wir haben das ja bei den Grünen ja jetzt auch schon seit zig Jahren gesehen, Koalitionsverhandlungen oder Koalitionen führen dazu, dass der Charakter einer Partei völlig verwässert wird. Sie können heutzutage Grüne, SPD, CDU, die können Sie gar nicht mehr auseinander. Das ist das Ergebnis von 2 Generationen oder 2,5 Generationen solcher Koalitionspolitik, das alles plötzlich verschwimmt. Ja. So, und dann war für mich die Lehre neben der Koalition, ging ja irgendwie nicht, weil man würde sich dann selbst verraten. So, aber so jetzt, so wie Sie das vorschlagen, für die deutsche Mitte, das sagt mir zu. Ja, ja. Ich denke, das ist praktikabel, dass man sagt, hier, wir haben dieses Ressort, wir haben das Budget und da haben wir das Sagen. Und das ist eine klare unsere Politik um. Richtig. Ja. Und ansonsten werden wir nicht koalieren. Ja. Dann müssen die anderen, wie man in Berlin so schön sagt, auf Preußisch, ja, ihren Dreck alleine machen. Ja, ja. Ja, damit fühle ich mich gut. Das ist, ist okay. Ja. Ja, und das ist eben das, wenn ein, wie soll man sagen, sachinteressierte Person in die Politik geht und möchte die gesamte Kritik, die da berechtigterweise besteht, wie wir beiden meinen hier zusammen, umsetzen, dass das dann auch passiert, ja? Und nicht weggewischt werden kann hinterher. Und dann geht mindestens einer von uns beiden, aber wahrscheinlich 2, mit der Faust in der Tasche nach Hause und sagen, wozu mache ich eigentlich Politik? Ja. Ja, ja, wir treten nicht an, um Leute zu belügen. Ja. Ja. Also Herr Hörstl, ich muss auch sagen,
es muss jetzt passieren. Jetzt muss ich was ändern, weil das, wir haben, wie gesagt, wir haben nicht nur das Gesundheitssystem, wir haben eigentlich so ziemlich alles so an die Wand gefahren, also fast an die Wand gefahren. Wir müssen jetzt, Handeln, ja. Handeln und was umsetzen, ja. Wir schauen noch mal ein bisschen auf weitere Maßnahmen. Was könnte man noch so tun? Wir haben über personelle Sachen, über organisatorische Fragen gesprochen. Wir haben gesagt, Wahlfreiheit entscheidend wichtig. Der Bürger, der Versicherte, muss das Recht haben, in die Wahlfreiheit zu gehen. Welche Art von Medizin möchte ich für mich? Weil er Eigenverantwortung übernimmt für seine eigene persönliche Gesundheit. Er geht nicht mehr zum Onkel Doktor, kriegt seine Pille und dann heißt es, zack, der Nächste bitte. Ja, das ist die Art Medizin, die ein Auslaufmodell ist, glaube ich. Impfungen gehören in dieses Thema hinein. Ach ja, man sagt ja, Sie sind so vehement gegen Impfungen. Sind Sie eigentlich Impfgegner oder sind Sie Impfkritiker? Wie sortieren Sie sich ein? Ja, also ich habe meine persönliche Meinung. Das ist das eine. Ja, ja. Ich lasse mich seit 10 Jahren nicht mehr impfen und würde das auch nicht mehr machen. Und wenn ich nochmal Kinder hätte, würde ich die auch auf keinen Fall impfen lassen. Ja. So, das ist das eine. Das andere ist mein öffentlicher Aufklärungsauftrag, den ich mir selbst gegeben habe. Ja. Ja? Da geht es jetzt nicht darum, jetzt nicht mehr dem Professor Dr. so und so zu glauben, also nicht darum, mir zu glauben, statt dem Professor Dr. so und so, sondern mir geht es ja darum, dass Eltern befähigt werden, eine mündige Entscheidung zu treffen. Ja. So, es hat Jahre gedauert, bis ich bei meinen Recherchen überhaupt dazu kam, die richtigen Fragen zu stellen. Genau. Wir sind ja gar nicht gewohnt, die richtigen Fragen zu stellen beim Impfen. Mhm. Was ist denn überhaupt Wirksamkeit? Was verstehe ich als Papa oder Mama darunter? Ja. Ja? Und wenn ich einen Arzt frage, was versteht der unter Wirksamkeit? Ja? Und ich frage einfache Leute auf der Straße, bekomme ich unterschiedliche Antworten. Ja. Der eine sagt, das ist ein Laborwert eigentlich, ja? Antikörpertiter. Ja. Ja? Aber wir erwarten doch, dass zumindest statistisch gesehen Geimpfte gesünder sind als Ungeimpfte. Also erwarten wir vergleichende Placebo-Studien. Das ist ja der Goldstandard in der Wissenschaft. Richtig. So, und solche werden nicht gemacht. Ja? Ja. So. Im Gegenteil, wir haben ja Aussagen von Ärzten, auch praktischen Ärzten, die sagen, also ich gucke so meinen Patientenstamm an, die nicht Geimpften sind gesünder. Ja? Da fällt mir so einiges ein. Aus den USA hören wir das. Ja, es gibt ja auch meine Kollegin, die Angelika Müller, die Impfkritiker-Kollegin, die hat dazu auch intensiv recherchiert und hat die sogenannte KICS-Studie vom Robert-Koch-Institut auseinandergenommen. Mhm. Das ist eine große Studie mit 18.000 Kindern und Jugendlichen, die da mit Bundesmitteln finanziert wurde, um herauszufinden, wie gesund sind Kinder und Jugendliche in Deutschland. Mhm. Und die haben diese Studie aber nicht benutzt, um mal einen Vergleich vorzunehmen. Ja, sind Geimpfte wirklich gesünder? Und das heißt, Sie haben im Grunde an wichtigen Fragen vorbei studiert. Ja, ziemlich vorbei. Ja. Und die Angelika Müller, die hat diese Daten ausgewertet, und zwar nach Geimpften und Ungeimpften. Und hat festgestellt, dass die Geimpften eindeutig einen Nachteil haben gegenüber den Ungeimpften. Bei einer Menge, also vor allem bei Autoimmunerkrankungen, aber auch bei manchen Infektionskrankheiten. Also aus einer wissenschaftlichen Studie des Robert-Koch-Instituts heraus, deren Material genommen, neu angeguckt, unter anderen Gesichtspunkten, die das Robert-Koch-Institut nicht angewendet hatte, und zu diesem Schluss gekommen. Mit anderen Worten, das ist dann wirklich nicht irgendeine, ich will mal sagen, Impfgegner-Studie, sondern das ist ein neutrales wissenschaftliches Produkt, das sie anders angesehen hat und hat diese Daten erhoben. Man kann also nicht mehr dagegen argumentieren, gell? Oder? Hahaha. Genau. Ja. Also, der Verantwortliche für diese Studie, der hat sogar auf einer Konferenz öffentlich behauptet, das ist jetzt auch ein paar Jahre her, Geimpfte hätten einen leichten Vorteil bei Allergien gegenüber Ungeimpften. Und dann habe ich hinterher... Das Gegenteil ist richtig, wenn ich das sehe. Das Gegenteil ist richtig. Die KICS-Studie belegt das Gegenteil. Und ich bin heute immer Warum noch dran. Warum sagen die das dann, wenn das erkennbar nicht stimmt? Wenn man aus seiner eigenen Studie sagen kann, das ist nicht richtig. Was treibt die? Ich meine,
wenn irgendein Mitarbeiter... Ist das Korruption? Wenn irgendein Mitarbeiter, es muss noch nicht mal Korruption sein, ist die Frage, wie man es definiert. Hm. Wenn irgendein führender Mitarbeiter von einer Gesundheitsbehörde irgendetwas öffentlich äußert, was dem Impfgedanken schadet oder den Interessen der Kartelle schadet, ist seine Karriere zu Ende. Ja, uff. Schluss, fertig, aus. Was wir vorhaben, wäre eine Systemänderung, ist das richtig? Auf einer anderen Ebene. Ja. Ja, weil im Grunde ist es ja, Demokratie funktioniert ja so, dass wir fähige Leute als unsere Sprecher in Verantwortungspositionen setzen, damit die für die Symbole der Allgemeinheit gewisse Dinge für uns regeln. Mhm. Das ist ja voll in Ordnung. Mhm. Ne? Nur, bisher haben wir eben die falschen Leute in den Bundestag befördert. Ja. Was läuft an den Unis falsch? Was passiert da, was wir nicht mehr so weiterführen können, wenn wir die Dinge erneuern wollen im Sinne der Menschen? Also ich bin ja selber nicht an der Uni gewesen. Das ist Nachteil und Vorteil gleichzeitig. Ja? Richtig. Der Vorteil ist, dass ich von außerhalb drauf gucken kann. Mhm. Ja, ich bin nicht in dem System. Was ich so mitbekomme von Medizinern, von Studenten auch, ist, du kriegst bestimmte Themen als Student, wenn du jetzt eine Doktorarbeit machen willst, kriegst du einfach nicht durch. Hm. Und also man schlägt ein Thema vor und findet keinen Doktorvater. Keinen Doktorvater oder du wirst ermahnt, nimm das Thema mal lieber nicht. Ja? Zum Beispiel, Vergleich Geimpfte, Ungeimpfte wäre so ein Thema. Ja? Und innerhalb einer Doktorarbeit darf man dies oder das nicht vertiefen oder nicht behaupten? Ja, ist das auch so? Sonst kriegt man den Doktor nicht. Und der Doktortitel sagt in Deutschland ja immer noch, bedeutet ja immer noch eine ganze Menge. Ja, trotz mancher Politiker, die gute Wege gefunden haben, Doktortitel zu besorgen. Internet deckt das jetzt inzwischen alles auf. Also Google ist unser Freund. Ja. Der Einfluss der Kartelle auf die Universitäten ist enorm. Ja. Mhm. Und wir müssen diesen Einfluss radikal rausholen. Wie könnte das passieren? Was wären so grobe Ansatzpunkte, ohne jetzt hier ins Einzelne gehen zu können? Was ich weiß, ist, dass die Approbationsordnung, das heißt, das, was die Medizinstudenten lernen müssen, dass das eine Verordnung vom Gesundheitsminister ist. Da hätten wir ja also Einfluss. Und wir müssten diesen Einfluss nehmen, damit sich eben die Medizinerausbildung ändert, in dem Sinne, dass sie dann eben nicht mehr den großen Verbänden nützt, sondern den Menschen im Einzelnen und deren Wahlfreiheit. Nur mal ein Aspekt wäre eben mehr Wissen über das Impfen, weil wir können das nicht von heute auf morgen ganz abschalten, geht nicht, weil wir müssen auch die Freiheit der Menschen achten. Wir wollen es ja auch nicht. Es soll ja die Wahlfreiheit kommen. Wir wollen die in erster Linie die Wahlfreiheit in den Glauben, dass das mittelfristig, langfristig dazu führt, dass sich natürliche Verfahren einfach durchsetzen. Weil die effektiver sind und vor allem auch kosteneffektiver sind. So, das müsste rein Toxikologie, also die Lehre von den Giften, vor allem die modernen Gifte. Ja. Die Frage, was macht uns krank? Was macht uns krank? Das müsste viel interessensunabhängiger behandelt werden. Es gibt ja vor allem ältere Leute, die nehmen es. Was manche Leute Medikamente einnehmen, nicht nur um die ursprüngliche Krankheit zu behandeln, sondern um die Nebenwirkung dann abzuschwächen. Es ist absurd. Das muss sich ändern. Nehmen wir einmal das Geld auch, die Pflegeberufe, Bezahlung. Wie kommen Kassenärzte mit ihrer Beratungspflicht klar? Wollen wir darüber auch noch mal kurz sprechen? Also beim Impfen ist es so, ist es grundsätzlich einfach ungerecht. Hm. Ja, beim Impfen ist es so, dass ein Arzt, der sich wirklich Zeit nimmt für die Mütter und sie berät zum Impfen, ergebnisoffen, dass der das nicht bezahlt bekommt von der Krankenkasse, wenn sich keine Impfung anschließt. Und je ergebnisoffener und je
bemühter er ist, ne, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, ja. Also er müsste praktisch zu seinem eigenen wirtschaftlichen Schaden beraten. Ja, ja. Ja, es gibt keine Abrechnungsziffer dafür, dafür und dann muss er, um das irgendwie abrechnen zu können, irgendwie mauscheln, ja, und das ist dann schon wieder mit einem Bein im, sozusagen im Gefängnis. Ja. Ja. Das System zwingt die Ärzte wirklich an den Rand. Pflegeberufe, wie sind die bezahlt aus Ihrer Sicht? Also soweit ich das weiß, ist das ganz arg schlecht und was ich von alten Pflegern höre, wie die überlastet, die sind, wie wenig Zeit sie für die Menschen haben. Es ist einfach erschütternd. Gruppenweises Sedieren von alten Menschen, die kriegen einfach um 17 Uhr ihre bestimmte Dosis und dann sind die... Ja, das ist natürlich der Pharmaindustrie auch wieder recht. Ja, ja, zweifellos. Und Anwenderzahl wächst. Ja. Und im Krankenhaus ist es ja so, wenn jemand krank ist, ja, dann braucht er in erster Linie mal Ruhe und seinen Schlaf. Ja. Wird aber morgens um 5 geweckt. Weil da kommt dann die erste Untersuchung und Betten machen und papapa. Und also ein Freund von mir war vor kurzem wegen einem Motorradunfall im Krankenhaus und der kam gar nicht zur Ruhe. Das heißt, der Patient, und das ist auch wieder so pervers, der Patient muss sich dem System, dem Krankenhaussystem anpassen und nicht umgekehrt. Wenn er aber schnell gesund werden will, muss sich eigentlich das Krankenhaus oder das System muss sich an den Patienten orientieren, was der braucht. Das war schon beinahe ein gutes Schlusswort. Also ich kann mal sagen, wir schauen dahin, dass Ärzte nicht richtig beraten dürfen, weil sie dann sozusagen pleite machen. Wir schauen, dass Pflegeberufe krass unterbezahlt sind. Man kümmert sich nicht um den Patienten. Der Patient muss sich in eine Krankenhausmaschine einsortieren. Ja, ja. Das sind ja auch schon allerhand gewichtige Punkte. Wir sind jetzt einen Horizont abgeschritten. Haben wir was Wesentliches ausgelassen? Ja, wo wir jetzt gerade bei den Ärzten waren, also ich wundere mich eigentlich, also Heilpraktiker können ihren zeitlichen Aufwand angemessen abrechnen. Privatärzte können das angemessen abrechnen. Ja. Aber der Kassenarzt nicht, der kriegt, ich weiß nicht wie viel im Moment, 20, 30 Euro im Quartal pro Patient. Das heißt, er muss seine Patienten im 5-Minuten-Takt abfertigen. Das kommt er finanziell gar nicht über die Runden. Ja. Er kann sich gar keine Zeit nehmen. Und das muss sich ändern. Ja, das ganze Abrechnungssystem, das muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Ja. Nochmal nachgefragt sozusagen, ist das, wollen Sie noch etwas beitragen, was wir jetzt nicht in der Liste hatten, was wir noch nicht gesagt haben, was Ihnen wichtig wäre als künftiger, alleinverantwortlicher Gesundheitsmensch der deutschen Mitte? Also die Forschung, vor allem die staatliche Forschung, die muss kartellunabhängiger stattfinden. Das heißt, wenn ich jetzt Gesundheitsminister wäre, dann würde ich dem Robert-Koch-Institut und dem Paul-Ehrlich-Institut und den anderen Behörden den Auftrag geben, zum Beispiel dem Robert-Koch-Institut den Auftrag geben, die Infektionshypothese bei den verschiedenen Krankheiten nochmal so richtig zu überprüfen. Das wäre ganz wichtig. Was ist eine Infektionshypothese? Nicht jeder ist ja so in diesem Bereich. Masern. Ja. Dass Masern ausgelöst wird durch ein von außen eindringendes Virus. Dass Grippe ausgelöst wird durch ein von außen eindringendes Virus. Ja. Und allein schon die Tatsache, dass Gesunde alle möglichen Viren und Erreger haben können, ohne krank zu werden, zeigt doch schon, dass selbst wenn das stimmt, wenn die eine krankmachende Rolle spielen, dann müssen andere Faktoren, sind aber entscheidend, ob es dann zur Krankheit kommt. Oder eben nicht. Ja. Oder eben nicht. Ja. Und das muss wirklich ergebnisoffen erforscht werden. Und das findet im Moment nicht statt, weil die Pharmaindustrie jedes Jahr Milliarden und Milliarden und Milliarden von Euro in den ganzen globalen Forschungsapparat immer wieder reinsteckt. Bill Gates Stiftung jedes Jahr Milliarden. Ja, und dadurch eine Abhängigkeit schafft. Und nur in eine Richtung steckt sie das ja rein. Ja? Und nur in eine Richtung. Ja, ja. Es soll wieder dem weiteren Geldverdienen helfen. Wenn wir jetzt daran denken, wir kommen langsam zum Schluss.
Was wäre ein gutes Schlusswort für die Menschen, die uns bis jetzt gefolgt sind hier in unserem Gespräch? Sie fangen jetzt an als gesundheitspolitischer Sprecher der Deutschen Mitte. Wir stehen im Wahlkampf. Was sagen Sie? Meine Botschaft, also an mich selber, ja, und an alle, die sich mit der neuen, mit der Deutschen Mitte beschäftigen, wäre die: Prüft das Programm. Schaut euch den Hörstel an, schaut euch den Tolzin an, schaut euch vielleicht die Stammtische an. Und wenn nicht, wenn die Landesverbände, die neuen Landesverbände, die jetzt gebildet werden. Prüft das. Ja. Schaut euch das an. Ist das das Gleiche, was ihr kennt, oder ist es was Neues? Ist es etwas, zu dem ihr stehen könnt? Ja. Und wenn es etwas ist, zu dem ihr stehen könnt, dann Ärmel hoch, in die Hände gespuckt und raus aus dem Sessel. Jetzt oder nie. Das ist einfach mein Gefühl. Jetzt oder nie. Ja. Wie ist Ihr Gefühl? Wir haben schon mal früher, in früheren Jahren telefoniert. Wir haben dieses Interview überhaupt nicht abgesprochen. Ja? Wir haben uns auf nichts da vorher geeinigt oder so etwas. Sie sind vor 3 oder 4 Tagen, nicht, in die Deutsche Mitte eingetreten, ohne irgendwelche Zusicherungen oder sonst irgendwas, von sich. Haben wir Sie gebeten? Hat irgendjemand aus der Deutschen Mitte Sie angerufen und gesagt, hey? Also, es war so, ich habe im Internet nach Informationen gesucht, was man vom Trump halten soll, was man von ihm erwarten kann, ja, und was er machen kann, wenn er ein guter wäre, ja, was er überhaupt machen kann als Präsident. Und dann habe ich mir verschiedene Interviews auf YouTube angeguckt und dann bin ich bei Ihrem Gespräch mit Frank Höfer von Nuviso, über Trump gestoßen und war einfach positiv beeindruckt. Da kam mir Kompetenz entgegen, da kam mir auch eine Antwort entgegen, da kam mir Glaubwürdigkeit entgegen und dann habe ich mich mit der Deutschen Mitte beschäftigt, habe das Programm gelesen und dachte, Moment mal, das ist ja nicht das Übliche. Ja? Und dann habe ich mir weitere Ansprachen und Interviews mit Ihnen angeguckt und dann war für mich klar, das muss ich jetzt checken. Und das haben Sie gemacht? Und das habe ich gemacht, ja. Und haben dann Ihren alten Plan nie wieder in eine Partei oder überhaupt nicht in eine Partei zu gehen? Das geht nicht mehr. Okay. Ist überholt. Also Sie würden mitmachen, dass wir auf keinen Fall sozusagen unseren Kurs ändern, ist das richtig? Ja, unbedingt. Wunderbar. Weil sobald der Kurs sich ändert, bin ich wieder weg. Ja, wunderbar. Ja? Genauso soll es sein. Ja. Das ist wichtig. Lieber Herr Tolzin, herzlichen Dank. Dankeschön. Meine Damen und Herren, dies ist genau das eigentlich, was beabsichtigt ist. Wir wollen Überzeugungstäter. Wir wollen Menschen, die für das stehen, was sie sagen. Wir wollen Menschen, die auch morgen dazu stehen wollen, was sie heute sagen. Und wir wollen Menschen, die sich nicht beeindrucken lassen von dem, was andere Leute sagen oder was die vielleicht bieten, damit sie ihre Meinung ändern. Und das ist genau das Thema, das wir auch heute immer so unterschwellig miteinander besprochen haben, Glaubwürdigkeit und Standfestigkeit. Und dafür brauchen wir eine Chance. Und die können nur Sie uns geben, wenn Sie mitmachen, in die Deutsche Mitte kommen, uns wählen, wenn wir auf dem Wahlzettel stehen. Und insgesamt sagen wir beide heute herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.